einfach ein Break hier in dieses Stadion. Macht auf jeden Fall was her. So, meine Lieben, wir sind jetzt kurz im Stadion heute. War sehr windig an unserem Platz, wo wir sonst sind. Ich hoffe, dass, wie gesagt, was für uns geht. Bin sehr guter Dinge. Eigentlich ist es ein schwieriger Gegner. Im Prinzip, Punkt wäre wie ein Sieg. Aber unsere Mannschaft kann man halt einfach auch schwer bewerten aktuell. Und viele neue Spieler. Und wir müssen einfach sehen, was jetzt geht. Auf geht's, Augsburg! Männer! Kämpfen und siegen! So entspannt Glühwein. Wunderbar. Jetzt einmal lecker Currywurst. Glühwein. Dinge für einige sind, die dafür verantwortlich waren. Ich will auch mit umgehen. Das ist einfach nur wieder. Einmal Leverkusener Block. Ja, ein bisschen was los ist auf jeden Fall. Da macht sich die Gästemannschaft wahr. Ein Team, das eigentlich in die Champions League gehört. Aber aktuell, gerade zum Hinrundenstart, zum Saisonstart, Probleme hatte. Was sich total Alonso wieder gefangen hat. Schiedsrichter, kommt mir bekannt vor. Freddy Jensen spielt auf links. Ich habe schon geahnt, dass Kelvin nicht von der Anfang an spielt tatsächlich, aber es ist Freddy geworden. Ich dachte, Cholina oder Freddy wird es Freddy. Ich hoffe, er macht einfach ein geiles Spiel. Trainer entscheidet. Ne? Ich denke, Eboa dann wieder von der Bank zum Sturm. Auf geht's, Männer! Auf geht's! Augsburg, Augsburg, Augsburg! Auf geht's! Packt's, Jungs! Packt's, Jungs! Erster langer Ball. Ole, ole. Also Ampel für Augsburg, Leute. Ballbesitz haben wir. FCA, ole, ole. Ole, ole. Auf geht's, Jungs. Sehr schön. Hey, wir holen gleich den Ball hinten ab, nach links. Super. Stimmung ist sensationell. Eine Minute gespielt. Und Diaby, auf die müssen wir aufpassen. 3 Minuten sind gespielt. Das sind die Unterschiedsspieler. Vorsicht! Oh, gut gewählt! Kiki! Flanke kommt! Bejo! Sehr schön, Jungs. Zurück, zurück. Ruhig, ruhig, ruhig. Schießt ein Tor. Auf geht's, Augsburg schießt ein Tor. Kriegt die gelbe Karte, völlig unnötig, mein Freund. Ja, es war auch Schweine. Zieht einen 1-16er und lässt den Ball, der war auch nichts. Leicht Druck bekommen, lässt ihn fallen. War gar nichts. Sind Siegen! Jetzt Vorsicht, Vorsicht, Umschaltmoment. Umschaltmoment. Umschaltmoment, Diaby, Vorsicht! Einer muss hin, Trippon! Vorsicht! Vorsicht! Jux! Sehr schön! Da muss einer hin! Da muss doch einer hin! Eine Zusammenfassung, also wir hatten wirklich einen Pfostenschuss von Bayer, ich weiß nicht wer es war, wo man halt dann wirklich im Kontermoment, wenn man den Ball verliert, keiner attackiert im Mittelfeld, er läuft aber bis zum 8, 20 Meter vom Tor, das Tor spielt rechts rüber, Abschluss noch Frimpong und Pfosten, da hat man Glück, und so ist das Spiel ausgeglichen, aber Jensen noch ein bisschen untergetaucht in meinen Augen und Meier im Halbfeld, ne, für meinen Augen brauchst du auch Flug und Tempo, da bleibe ich dabei. Aber bis jetzt 0-0, wir können ja noch nachlegen. Und ist an sich ein ausreichendes Spiel. Viel spielt sich so im toten Raum ab. Es passiert eigentlich gar nicht so viel gegen das 16. Aber bei uns nicht und bei Leverkusen auch nicht. Genau. Morgen wird stärker. Es sind ja 32 Minuten, Leute. Jensen klärt. Es ist ein enges Ding. Es ist ein enges Ding hier. Leverkusen wird ein Tick schon besser jetzt. Sau schnell, der ist sau schnell, der Baka. Oh, das sah aber fein nicht gut aus, Gäppi. Ja,
Gute Besserung, mein Guter. Also mit Vollkaracho, der ist richtig schnell, der Bäcker. Backer. Das war sein Tempo gesehen, gell, wie der da weggepaced ist. Aber er geht schon. 34 Minuten. Vorsicht! Umschaltmoment. Sehr schön verteidigt. Super, abseits. Vorsicht! Oh, André. Vorsicht! Komm, Jungs. Paul, Freddy! Bleib dran! Sehr gut, Jungs. Zumachen, eng machen. Sehr schön. Passt. Tatsächlich bis jetzt der härteste Spieltag für mich. Also, es regnet hier rein. Ja, es ist kalt, windig. Halbzeit 0-0. In Ordnung geht es. Nicht mehr und nicht weniger. In der zweiten Halbzeit. Es ist wirklich scheiße kalt. Also, wir haben hier schon Plan B. Das ist eigentlich eine Jacke. Es regnet halt einfach. Das Ding auf Merkins Schädel und er macht das knallhart rein. Herausragend wichtig! Wenn wir hier drei holen, dann sind wir wieder da! Dann sind wir wieder drin! Sieht sich das Ding? Ja, das ist schon wieder am Boden. Kommt den hier bei und Fritz bei Leverkusen. Fritz, man merkt, der hat ihm enorm gefehlt, das ganze Spiel. Das müssen wir aufpassen, aber für 1-0-62 Minuten. Reuter ist auf 180, höre ich hier. Also es ist alles in 28 Minuten. Komm! Anne! Boah! Petersen! Ja! Berisha! Springt der Ball! Gleich der Konter! Oh, er verspringt hier, aber schön! Mergin verspringt hier leicht der Ball. Super Aktion von Petersen, die flutscht der Ball durch. Zack! Dorschi und Dorschi und Ebor kommen rein, hat auf jeden Fall den Kick unterpackt. Und Elvis geht runter und ich weiß nicht mehr. Kiki auch mit zwei Außen, mit zwei Riskanten. Ne? Also da war zweimal Kiki überragend gesaved. Da muss man sagen, er war riskant, aber wenn er weit fliegt, hat er recht. Schuss für Leverkusen, das ist die 80. Spielminute knapp. Würz und dem hierbei stehen da. Ich weiß nicht, ob es ein richtiges Foul war. Man, Leverkusen hat ihn ein bisschen schnell gefühlt. Pfui! Pfui! Jawoll! Das war nichts! Jawoll! Kein Abseits! Er schießt! Boah! Schade, super Aktion von Arne Meyer, was meine ich? Sarenren Basé! Basé kommt eiskalt rein. Sein Comeback nach langem Verletzungsproblem, muss man wirklich sagen. Ich hoffe, er bleibt gesund und das wäre ein Einschalt, wenn er jetzt heute noch trifft. Geht gleich vorne rein in die Spitze mit Tempo. Geil. Auch eine neue Qualität zu bringen. Die Bohr und Basé. Berisha geht ins Sturm. 4-3-3 aktuelles System. Wahrscheinlich. Auch das ist eine Chance, schön geklärt. Ne? Tempo auf dem Flügel. Wir können umschalten bei einer Führung, bringen Tempospieler rein. Ich fühle es einfach. Kevin! Geh, Junge, Kevin, 1 gegen 1, gewinnt er!
Und nochmal, gegen alle! Tor Kevin, gegen alle! Gegen alle! Und der Lenker! Schade! Gib ihn, Schiri! War natürlich nichts! Hat er gut gemacht! Übersteiger in Augsburg! Ist täuscht, machen sich da Aaron Zehnter, mein Lieber, ich freue mich für dich, dass du spielst. Warm und Maxi Bauer, also Aaron Zehnter kommt rein, das ist für ihn ein richtig schönes Geburtstag. Also ich freue mich mega, dass einer aus dieser Nachwuchsmannschaft spielt. Aaron Zehnter, ein Riesentalent in meinen Augen. Na Aaron, seid ihr vergönnt, macht 5 Minuten einfach keins kassieren und Kaldi kommt auch nochmal rein hier. FC Augsburg alle! FC Augsburg alle! FC Augsburg alle! 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 FC Augsburg alle, 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 alle. Komm Bergi, fight, Junge, schön. Ja, ja, Männer, jawohl, da ist das zweite Heimsieg in Folge, 1-0. An die Konkurrenz. Augsburg steigt nicht ab. Geil. Wir steigen nicht ab. Sensationell, Leute. Fighterisch, geiles Spiel. Arschlochmäßig gewonnen. Engels Standard. Engels mit der Standardsituation. Freiburg Union man so vor, wie wichtig Standards sind. So Engels Spiel. Und wir hauen ein Team weg, das eigentlich Champions League Niveau hat. Zu Hause, zweiter Heimsieg in Folge. Wahnsinn, geil. Berisha wieder mit dem Tor und Engel, Zucker, die Flanke. Die Gästefans natürlich, schönes nach Hause kommen. Momentan nicht, Leverkusen einfach nicht auf dem Niveau, wo sie sich selber sehen wahrscheinlich, werden sehr enttäuscht sein mit dem Ergebnis, was auch verständlich ist. Und ja, es gibt viel zu tun für Xabi Alonso, muss ich so sagen. Es ist eine Truppe mit sehr viel mehr Potenzial. Vielleicht fehlt da auch der Mittelstürmer gerade mit Schick, der letzte in Form war. Na, es war einfach zu wenig. Insgesamt geht der Sieg für uns dermaßen in Ordnung. Nach vorne hat Leverkusen nicht viel gemacht für das, was für eine Qualität sie haben. Aber trotzdem alles Gute für den Rest der Saison. Tabellenstand nach dem Spieltag. Wir springen auf Platz 13 vor Hoffenheim. 21 Punkte. Bochum 5 Punkte weg. Stuttgart unter Zugzwang gegen Bremen. Ja, und selbst wenn die sind 3 Punkte hinter Leverkusen, ne, gebt euch das mal, 3 Punkte der Leverkusen am 19. Spieltag, ne, für Bayern 19, Wahnsinn eigentlich, ne, wie schwach und Leverkusen die Saison steht. Wir sind voll drin und jetzt kommen die Gegner wie Hoffenheim, Mainz, die Hertha, ne, alles Teams, wo für uns richtig was geht und dann haben wir noch Bremen auch. Also wir haben Bock und einfach geile Leistung, die Jungs, die sich gerade hier abfeuern lassen. Heimsieg! Wieder Flutlicht, wieder gewonnen. Wahnsinn, Jungs. So wichtig. Herausragend. FCA. Klasse, Jungs. Oh, Niklas ist auch super zufrieden. Jawohl. Mit ihm werden wir noch stärker. Klasse. Oh, Kube kommt noch mal zum Trikot. Der Liebe.
Fans und super Szenen hier. Super Szenen.